Also die Kritik, wenn sie dann kam, orientierte sich im Wesentlichen daran, dass wir ja sozusagen auch uns in die Karten gucken lassen, beziehungsweise dass die Bedenken, die da waren, ist, dass man hinter unseren Ausführungen, die man lesen kann, auf Einzelfälle schließen kann. Und das wäre berufsethisch, moralisch eben auch nicht okay. Aber ich denke, das haben wir gut gelöst. Wir haben in den Blogbeiträgen auf einem sehr allgemeinen Level berichtet und aufgeklärt, während wir bei den Insiderberichten die Athleten ja von sich aus berichtet haben. Das heißt, sie sind sehr freiwillig und sehr offen mit ihren Erfahrungen umgegangen. Ich denke, das war ein ganz guter Weg, den wir so auch weitergehen können. Ich habe damit, im Moment sehe ich damit eigentlich keine großen Probleme und im Moment ist die Kritik auch relativ still. Also das heißt, im Moment gibt es eigentlich kaum kritische Anmerkungen dazu.